Soddle und damit recht herzlich willkommen zum Angezockt von Epic City Builder 4. So, wir brauchen mal wieder ein Städtchen. Wenn das Spiel so aussieht, wie man es hier sieht, dann würde ich sagen, ist das schon ganz nett, ja? Man kann nur die Kampagne spielen im Moment, deswegen zocken einfach mal ein bisschen zusammen und schauen uns das Spiel an. City Builder sollte eigentlich klar sein, ne? Ich schätze mal, à la City Skylines, wir lassen das einfach New Free Land. Wir lassen auch einfach die Fahne so. Vollkommen egal, wir schauen mal. Ich bin hier gespannt. So, das ist schon mal gar nicht wie City Skylines. Ich bin mal gespannt, was das hier gibt. WASD oder Querz da oben, Englisch. Wir können mit der Maus hier was bewegen. Wir haben aber nur diese Insel, okay. Small Town. Wahrscheinlich müssen wir die alle aufbauen mit verschiedenen Ressourcen hier. Das ist schon mal ein sehr interessantes Konzept, finde ich. Aber Capital City uses Petroleum and Ingots. Population 0. Name the town, New Town. Wir lassen das einfach alles so, ja. Schauen wir mal. So, er generiert die Map und dann müssen wir gucken, womit wir anfangen. Ob das Ganze wirklich so tiefgreifend ist wie City Skylines? Wir lassen uns überraschen, oder? Wir lassen uns überraschen. Bin gespannt. So, auch ob es weitergeht als 99% oder ob jetzt schon Ende ist. Ach, schön, sowas. Schön. Wir werden sehen. Loading Map, please stand by. Kennen wir alle noch von früher, ne? Please hold the line. Oh, soll das so aussehen? Klick hier. This tutorial will teach you the basics of city building. Klick the green checkmark, okay. Klick the road. Klick hier and drag. Ah, ne, nach da. Okay. Ja, nach da. Wow. Ich glaube, das haben wir gecheckt, oder? Klick hier to select road. Ah, wir machen es mal gerade, ja. Aber als alter Städtebauhase. Weiß man das natürlich, ne? Nuclear Plant, klar, das kommt immer direkt neben hier, ne? Neben die Wohngebiete, immer. Power, ja. Klick hier to open the Terrain Editor. Okay. The Editor, Draw Water. Ja. Pumping Station. Ah, super. Sag bloß. Das kommt mir eher vor wie so ein, okay. Sagen wir, wie es ist. Definitiv nicht. Wo wir das hinhaben? Ach, das sollen hier... Ah, hier so, ne? Genau. Next build 100 residential and commercial zones. Make sure to connect them to power and plumbing. Finally, make sure to build factories so your citizens have jobs. Good luck. Wahnsinn. Alles klar? So. Also das ist unsere Map. Da haben wir schon mal eine Pyramide. Müssen wir mal gucken, wie das hier so ist. Also wenn man nah rangeht, ist es sehr grell, muss ich sagen. Sehr, sehr grell. Uff. Aber okay. Wir sehen auf jeden Fall Leute rumlaufen. So von den Basics her, die wir jetzt gesehen haben. Guck mal hier, die Kabel, die fliegen einfach in der Luft rum. Das ist ja süß. Das ist ja süß. So, das heißt, wir können direkt mal hier weiterbauen. Ne? Bitteschön. Kriegen wir auch 10.000 pro Jahr? Okay, wir haben 43.000. Alles klar, das heißt, wir können hier schon mal weitermachen. Können wir die schon mal so lang ziehen? Das soll ein Fluss sein, ne? Yep. Also die kommen alle irgendwo out of nowhere. Die kommen nicht von außen. Ja. Gut, wie gesagt, ich spiele es auch blind. Wir machen einfach ein bisschen weiter und gucken mal, wie groß unsere Stadt wird. Ich muss sagen, so von den Basics her... kommt es mir eher vor wie ein SimCity von 1989. Jetzt, ganz ehrlich gesagt. Commercial Zone, können wir auch mal einen ranziehen hier. Machen wir mal nur Dreie breit. Gucken wir mal, wie weit die kommen. Da ist ja schon was gebaut. So, Strom haben wir hier. Machen wir da dran, machen wir da dran. Dann brauchen die, nein, das nicht. Wo waren die Nuklear, Oil, Coal, Powerlines, Roads, Pumping Station? Hier, Plumbing. Plumbing brauchen wir. So, dann müssten die alle haben, ne? Machen wir nochmal so hier hin. Zur Sicherheit. Und gehen wieder woanders hin. So, da wachsen sie schon. Musik ist nur sehr leise im Hintergrund, aber das ist in Ordnung. Können wir das hier irgendwie schneller stellen? Musik, Sound, Save Game. Zoom in, Zoom out, Undo. Ich denke mal, was wir auf den ersten... Blick direkt sagen können. An City Skylines wird es nicht rankommen. Da liebäugle ich ja immer noch damit, dass irgendwann mal ein zweiter Teil kommt. Oder neues DLC, das wäre super.
Editorin, Budget. Nee, ich finde jetzt auf den ersten Blick nichts, wo wir das Ganze ein bisschen schneller machen können. Trade, Production, Research Screen. Dafür denke ich mal, ist hier ein bisschen mehr gefragt, nachher verschiedene Städte aufzubauen, die Ressourcen hin und her traden. Würde ich jetzt mal behaupten. Haben wir denn hier irgendwo, also das brauchen wir schon mal nicht. Wir brauchen Cola. Research complete, Cola. Okay. Demand, Profit. Was können wir denn hier noch erforschen? Tut er das automatisch? So wie es ausschaut, ja. Tut er das automatisch der Reihe nach erforschen. Generation 1 Infanterie, Jets, Tanks. Okay, es hat doch nichts mit SimCity zu tun. Da werden wir wohl noch ein bisschen mehr machen müssen. Das sieht ja interessant aus. Okay. Bin ich mal gespannt, was da noch so kommt. Wo können wir denn jetzt Cola bauen hier? Play Zones. 20 von 100, 75 von 100. Okay. Wir müssen ja noch Industrie, ja. Ne? Machen wir die mal hier hinten hin. Wir haben ja die Roads hier. So, die sollte nach Möglichkeit weggehen. Wenn man weit weg geht, hier ist das ganz schön... Na, da ist die Grafik. Guck mal hier, wie das flackert. So, das ist übel. Wenn man so... So dran ist, okay. Aber das ist auch nicht das Grüne vom Ei, sage ich jetzt mal. 1, 2, 3. Oder das Gelbe. Wie kommt ihr auf das Grüne vom Ei? Wie kommt ihr auf das Grüne vom Ei? Naja. Na, hast du auch schon mal gegessen, grüne Eier, ne? So, dürfen wir überhaupt schon Industrie machen? Kohlekraftwerk, Ölkraftwerk, Nuklearkraftwerk. Nein. Fire Department, Police Department, Residential und Commercial. Dürfen wir nicht. Wir brauchen noch 25 hiervon. So, mach mal. Aber 105, das reicht. Könnten wir 1, 2, 3 machen. So, dann müsste da die Straße ran. Dann machen wir die hier so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bitteschön. Sind wir bei 53. Einen zu lang. Nehmen wir mal die Straßen mit hier, weil wir haben es ja dicke, ne? Runter hier. Hier lang. Darauf. Schön alles im Schachbrettmuster. Los ist hier sowieso nichts. Keiner fährt Auto. Ich glaube, 578 Einwohner. Wo denn bitte? Was ist hier los? Wo sind wir gelandet? Sehr komisch. Sehr komisch. Okay, so und so. Aha, jetzt haben wir auch was freigeschaltet. Sehr gut. Powerlines müssen dann wieder hier rüber. Dorthin und dorthin. Ich nehme mal an, die schalten das von alleine alles frei. Plumbing. Muss wieder hier rüber. So, dann haben die alle Wasser. Jetzt müssten wir auch Subway. U-Bahn schon bei 600 Leuten? Nein. Einfach nur nein. Airport brauchst du auch nicht. Schulen. Polizeihauptquartier. Pool. Hospital. Irgendwelche Statuen. Ich möchte Industrie haben. Industrie. Wo ist die Industrie? Hier unten irgendwo? Disasters. Heavy Industry. Light Industry. So, mal weg. Kannst du mir die hier geben? Demand in your city. Build more pools, schools and gyms. Ja, später. So, geh mal hier hin. Das ist... Ja, jetzt haben wir den drin, ne? Kann ich das irgendwo sehen, was ich drin habe? Weil die sind ja auch dunkel hier. Ich glaube, die kann ich auch gar nicht nehmen, ne? Requires tin ingots, not ore. Maximal 16. Ah, wir müssen das hier hinbringen. Okay, aber wie machen wir das denn dann? Wie kriegen wir das Zeug hier hin? Hm. Dann mach hier mal einen Pool hin, wenn die das wollen. Kriegen sie gerne. Auch hier, ne? Wie Springfield, Simpsons. Wer wohnt nicht gerne direkt neben einem Atomkraftwerk? So, kriegen wir... Ja, genau! Direkt, weißt du? 1100 Einwohner und so ein Riesending. Nein, jetzt nicht. Bin's ja. Pools, Schools and Gyms. Hospital, School, hier ist Gym. Na, das ist kleiner, das lasse ich mir gefallen. So. Wo ist die Schule? Cardinium would like you to promote Atheism as it will improve your relations. Wir nehmen einfach mal an. Keine Ahnung, was das bringt. Wir werden sehen. So, nehmen wir mal Highschool. Wir nehmen mal eine Grundschule hier, ja? Nehmen wir mal eine Grundschule. So. Bitteschön, jetzt brauchen die natürlich alle Strom. Der braucht Strom, der braucht Strom. Der hatte schon Strom, na toll. Er hat jetzt zweimal Strom. Herzlichen Glückwunsch. So.
Sieht ulkig aus. Da stehen Eutochen. Wenn man nah rangeht, ist es echt scharf. Aber ich finde, es ist ein Tacken, ich möchte sagen, einen sehr großen Tacken, zu hell. Aber man hat auch keinerlei Einstellmöglichkeiten irgendwie. Müssen wir gucken. Wie kommen wir jetzt an Zinn? Wie kommen wir an Zinn? Oh, wir sehen ja hier oben das Ganze. Kupfer, Kupfer, hier ist Tin. Shows the amount of tin ore you have used to make tin ingots. Nix. Und hier auch nix. Na super. Er ist am Forschen. Was haben wir hier? Production Screen. Can be produced by Light Industry for an annual profit. Okay. Ah, guck mal, damit können wir dann Geld verdienen, ne? Aber können wir eh noch nicht, weil wir haben ja keine Industrie. Trade Screen. Ah, das ist gut. Das ist sehr gut. Oh, Aluminium, Stahl. Die machen Zinnerz. Irgendwie bringt keiner hier Tin Ingots. So, ich hätte gerne 5 Stück. Gib mal, jawohl. So. Nervt nicht. 10.000 pro Jahr plus hier immer noch. Dann können wir eigentlich schon mal gerade die anderen Schulen bauen. Jetzt sind wir mal so hier dran. Das Stadion ist viel zu groß, finde ich. Ein Hospital hier. Ja, genau. Was ist das bitte für ein Krankenhaus? Das sieht sehr komisch aus. Das hat ja überhaupt keine Texturen. Soll das so sein? Ich weiß nicht. Kommt mir gerade ein bisschen komisch vor. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Sehr komisch. Ah ja. Oh Mann. Delete. Erst die Straße, dann den Strom. Merken wir uns das auch schon mal. So. Wir haben natürlich kein Wasser hier. Weil wäre ja zu einfach, wenn die Wasser hätten, ne? So. Da hoch, hier lang. Sehr schön. Sehr schön. So, machen wir weg hier. Mit Strom oder Residentials. Kriegen wir jetzt Zinn? Jetzt haben wir einen Zinnbahn. Okay, guck mal, jetzt können wir auch Light Industry bauen. So. Ah, das sind ganze Blöcke hier. Mhm. So, die haben natürlich keinen Strom. Buff. Und schon. Oh, alles klar. Alles klar, okay. Runter hier und dahin. Brauchen natürlich auch noch Wasser. Das war ja glasklar. So, haben wir das. Und hat da Strom und Wasser. Perfekt. Was macht die Fabrik jetzt? Können wir jetzt irgendwie sagen, Production Screen, dass die was herstellen soll? So, Profit 3000. Die können jetzt das herstellen. Ich denke mal, dann geht es hier eher darum, dann auch wirklich immer die Ressourcen hin und her zu schieben. Beziehungsweise einzukaufen, zu verkaufen, zu veredeln und so weiter und so fort, ne? Okay. Aber schneller stellen können wir es immer noch nicht. 1300 Einwohner. Was wollen die denn noch haben? Die wollen ein Stadion haben, die wollen irgendwelche Buildings haben, die wir nicht haben. City Hall, Mehrhaus. 10.000 Residents, okay. Tomatensuppe. Na dann, guten Hunger. Guck mal, wie viele Residents und wir als... okay. Also wir können hier wirklich in die Vollen gehen. Mach mal lang. Kriegen wir hier eine Brücke drüber? Geht das? Ja, er macht automatisch eine Brücke. Sehr gut. So und so. Das heißt, als erstes machen wir wieder Wasser hier unten hin, natürlich. Ziehen wir das hier ein bisschen länger. Bis hier hin und so. Machen wir erstmal alles Residential hier. Alles Residential. Bitteschön. So. Insufficient. Ah, die Pumpstation reicht nicht mehr. Wo haben wir die? Bus Stop Terrain. Wo ist die Pumpstation? Die war hier oben irgendwo, ne? Subway Station, Subway. Roads, Pumping Station, hier. So und so. Bitteschön, 3 Stück am Wasser. Reicht es jetzt? Sollte es. Wie sieht's aus? 1495 Einwohner. Wir machen mal hier hinten weiter. Ich hätte gerne über den Fluss gebaut, so. Dann ziehen wir das direkt hier auch noch so weiter. Damit es auch richtig schön
quadratisch praktisch gut eingebaut ist. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 heißt hier hoch. Jawohl. So, Strom brauchen die natürlich auch noch. So und so. Gehen wir mal direkt weiter. Hier hin. Hier hin. So, ziehen das einmal durch. Das ist ja jetzt nur zum Testen hier. Wir wollen das Spiel ja mal anzocken, ne? Müssen wir schauen. So. Die kleinen Häuschen hier, die sehen echt schön aus. Und die Frage, wann werden die größer? So, wir haben jetzt 1700. Wir bräuchten 10.000 für die anderen Sachen hier unten. Wir brauchen, ey, guck mal, wie viel, Alter, wie viel Wohnungen und alles wir brauchen. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. So. Would like you to promote minority region as preparations. Ja, kannst du ruhig mal. So. Ich würde aber gerne weiterbauen hier und nicht immer unterbrochen werden, wenn da irgendwer kommt. Das mag ich persönlich schon gar nicht. Ja. Kann dann von mir aus irgendwo blinken, sodass wir selber nachgucken, aber bitte nicht so. So, guck mal, da oben haben wir ein Stück Straße vergessen. Ne, geht nicht, wegen, ne, Strom und so. Ne? So, Commercial. Bitteschön. Wohnungen. So. Stadion, nein. Ich hätte jetzt gerne ein Fire Department. So. Und ein Polizeihauptquartier. So. Sehr gut. Und da haben wir beide Strom. Die hier nicht. Die kriegen dann hier drüber Strom. Die kriegen so Strom und so Strom. Oh, guck mal, da fahren die ersten Autos. Da fahren die ersten Autos. Nice. Commercial Zones are in high demand in your city. Build more commercial zones or supply them with better service. Die bauen doch gerade hier wie blöde. 12.000, 2.500. Machen wir direkt weiter. So. Ich hoffe, das ist nur im Tutorial hier so. Nein, doch kein Strom. So, so. Wenn das ganze Spiel so ist, dass man das so schnell hochzieht, dann ist das für mich persönlich schon so ein bisschen. Aber wir wollen ja eine faire Chance geben hier erstmal. So. Deswegen meckern wir auch nur rum, ne? Weil wir faire Chancen geben wollen. So durch. Hier lang. Hier lang. Dort lang. Wir versuchen jetzt mal die 10.000 hier zu erreichen, würde ich sagen. Wasser. Hallo? Ja, geh da dran. Wir haben schon. Okay, hier hinten, da oben noch. So. Commercial. Bitte geben Sie mir jetzt. So, warum ist da eine Straße oben drin? Weiß kein Mensch. Ist aber nicht so schlimm. So, wie gesagt, wir brauchen 10.000 Leute. So, ich war jetzt mal so frei und habe das Ganze ein bisschen abgekürzt, ja, bis zu den 10-11.000 Einwohnern. Wir können jetzt noch ein Bürgermeisterhaus bauen. Wo soll man das hinsetzen? Sagen wir mal hier neben die Industrie, weil wir lassen uns ja nicht kaufen, ne? Yay, und wir können auch eine Leaderstatue hinsetzen hier irgendwo. Freuen sie sich auch. Warum auch immer da jetzt wieder ein Stromzeichen neben kommt, keiner weiß es. Jeder sieht es. Egal. So. Und ja. Das war's. Jetzt brauchen wir 18.000 Einwohner, 19.000 Einwohner für Aerospace. Eine Fabrik. Nehmen wir mal an, du kannst dann Industrie sind 1, 2, 3, 4, 5 Fabriken, mit denen du das Zeug produzieren kannst hier irgendwie, ja. Aber wir haben wirklich einfach nur die Häuser hier hingeklatscht, ja. Was lustig ist, ist dieser Button hier. Was haben wir? Total Meltdown, Fire, Erdbeben, Tornado, Blitzsturm, Hydrogen Bomb, okay, Atomic Bomb. 15 Kilotonnen, 3 Meilen hoch, 15 Megatonnen. Das hört sich doch gut an, oder? Wusch. Na das war ja, ne? Wow. Das war mal ein Effekt. Zeig mal den anderen. Genau dasselbe. Was ist hier? Passiert nichts. Feuer. Oh, es brennt. Ich hätte jetzt wenigstens so einen schönen, ne? Irgendwie, keine Ahnung, erwartet.
Das ist ein Tornado, der da kommt. Der sieht schon ein bisschen besser aus, aber du springst irgendwo hin, hast keine Ahnung mehr, wo du bist. Auf jeden Fall ist die Stadt wieder da, wo sie am Anfang war, nämlich in der Versenkung verschwunden. Ich würde mal sagen, die eine Folge reicht fürs Angezockt. Ja, definitiv keine Konkurrenz für City Skylines. Ist ein nettes Spiel, hat mit Sicherheit Potenzial, aber da muss noch einiges dran getan werden. Ist meine persönliche Meinung. Du kannst ja mal dann in die Kommentare schreiben. Und wenn es dir gefallen hat, lässt einen Daumen hoch da. Ansonsten wie immer. Ciao mit V.